Hier hörte man erst, da ist ein Unfall gewesen. Ob sie an demselben Tag gestorben ist und an anderen Tag, weiß ich gar nicht mehr. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass diese Dinge dort unterschiedlich bewertet worden sind. Ich habe auch nachher, auch durch meine eigenen Lebensabläufe, habe ich das nie mal so intensiv recherchiert. Das ist erst später gekommen. Nicht? Also ich weiß nur durch die Presse und so weiter, dass was passiert ist. Wir haben was gesehen. Ich weiß jetzt, ich müsste nochmal an der Programmheft sehen, was die nächstfolgende Nummer, ich glaube, das war die Pferdenummer, irgendwas, nicht wahr? So dass es also mächtig, und es hängt auch mit der Mentalität der Artisten zusammen. Wenn was passiert, wird es schnell der nächste Nummer. Ja, da wird kein Plamplam gemacht und erstmal dies und jenes, sieht der nächste. Da gibt es ein typisches Beispiel. Nee, lass uns aber erst noch mal dabei bleiben, ja. Ja, bevor dem Beispiel. Es heißt, der Mast sei gebrochen. Also die muss ja dann irgendwie auf dem Der ist eingeknickt. Der Mast ist eingeknickt, fing an sich zu bewegen und da ist er runtergerutscht. Das haben Sie gesehen? Aber wir konnten nicht wissen, was da ist. Das, ja. Das war der letzte Teil. Der hat ja eine sogenannte ist das schlanker gewesen. Der bestand ja aus bestimmten Elementen. Dann der schwankende, 42 Meter hohe Stahlmast. Bei der Konstruktion dieses Mastes wurden alle nur erdenkliche Sorgfalt und Vorsicht angewandt, damit sich jenes Unglück von 1939 nicht wiederhole. Scheinbar in die Wolken hineingebaut, zeigt die 20-jährige Camilla II, die das Erbe ihrer großen Vorgängerin angetreten hat, dort oben ihre tollkühne Akrobatik, in ständigem Spiel mit Leben und Tod. Der Schluss war ja dann der Anstand. Und da bin ich auch stolz drauf. Den habe ich auch als einzige Frau, habe ich den Handstand da oben gemacht. Alle haben Kopfstand gemacht, aber Handstand ist doch, ist doch was anderes als Kopfstand. Aha, können Sie das erklären? Warum? Ja, beim Kopfstand, dann haben Sie den Kopf da und dann halten Sie sich an dem Ring fest. Aber beim Handstand, ja, wenn Sie überkippen, dann sind Sie weg. Dann haben Sie nicht diesen Halt. Sie können sich ja hier festhalten an dem Ring, beim Kopfstand. Aber wenn Sie einen Handstand machen, da hat man zwar hier so, wo man sich ein bisschen festhält, aber wenn man übergibt, ist man weg, nicht? Also das ist schon ein Unterschied. Und da habe ich auch lange gebraucht und eines Tages in Colmar, weiß ich noch,
Da sagte der Zimmer, machst du es heute? Und da habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht, ne? Ja, und dann hat er das angesagt unten. Hat er gesagt, heute ist Premiere. Die Camilla macht das erste Mal den Handstand. Ja, und dann musste ich das ja machen. Also blamieren wollte ich mich nicht. Dann habe ich den, und ab diesem Tag habe ich dann immer meinen Handstand Das war so matrosenmäßig alles. Diese Matrosenmützen, Matrosenjacken. Die Camilla Meyer, die wissen Sie auch von der Ruth Tempel, das war mit einer Extrawurst gewesen. Die hatten eine dunkelblaue Jacke gehabt. Und die anderen waren alle in weiß, mit so blauen abgesetzt, hier die Revers. Aber die Camilla Meyer, die war eben immer die schönste Gekleidete. Das kann man auch nicht sagen, dass man verliebt war. Das hat sich alles so ergeben. Ich hatte dann Geburtstag im Februar. Da sind sie mal gekommen. Im Februar hatte ich Geburtstag. Naja, und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wie sich das denn so nein leiert. Direkt verliebt, Menschenskinder. Da waren wir noch so jung, jung und dumm. Da waren wir wirklich noch dumm. Aber was hat Sie denn so fasziniert an dem? Da war ja, muss ja was gewesen sein. Na ja, die große Welt sehen. Die Welt zu sehen. Man war noch nie rausgekommen. Und das war dann die Neugierde. Wie war denn das Leben zu Hause auf dem Bauernhof für Sie? Na ja, schwer. Denn ich hatte noch 7 Geschwister. Wir waren unter 8 Kinder. Und da musste ich ja bei allen mit ran. Ob das nun, na ja, Kühe melken nicht so bald als Kind. Aber wenn man aufs Feld ging, dann musste man das mitmachen. Und da musste man mit Kartoffeln lesen und die Pferde führen und ach, was da alles war. Hat man die Angst überwunden und dann hat man überhaupt keine Angst mehr. Das ist alles ganz normal. Zum Beispiel dann im Sommer, wenn es schön heiß war, und zwar unten die Parks, in Schweden waren ja nur die Parks, waren so viele Menschen, und man konnte nirgends sonnen oder sonst irgendwie sein. Da habe ich meinen Platz auf dem Mast gesucht. Habe mich oben drauf gelegt, schön Sonne genommen, hier kam mich niemand. Hier stört mich kein Mensch. Wie wenn Sie frei hatten oder was, dann sind Sie da hochgeklettert oder? Nee, ich musste ja manchmal, oben die Requisiten ein bisschen sortieren und kontrollieren. Und da habe ich das ausgenutzt, habe mich dann da oben hingeerst. Erst schon alleine auch aus Reklame ein bisschen. Ne? Wenn die Leute, die guckten dann doch, was macht denn Dieter oben? War auch fürs Geschäft gut gewesen.